Ja, schaut mal, wo ich hier bin. Es regnet. Ich bin bei uns da am Beach, am Surfcenter, wie immer, mit meinem Hund. Hab gerade gefrühstückt und noch ein paar Messages geschickt, beantwortet. Und hab gedacht, jetzt gehe ich hier mal live. Und zwar mit dem, was ich schon lange sagen wollte. Also es wird immer heftiger, je mehr ich für mich den Weg in die Freiheit sozusagen entdeckt habe, desto mehr bewegt mich das, wenn ich immer wieder sehe, wie Leute nicht glauben oder sehe und höre, wie Leute nicht glauben, dass für jedermann ein gutes Leben möglich ist oder ein wirklich richtig grandioses, großartiges Leben. Und das in uns allen schlummert und dass es dafür keine Bedingungen gibt oder keine Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen, sondern dass das eigentlich nur eine Entscheidung ist, die wir treffen müssen in erster Linie und einen riesengroßen Glauben, dass es eben alles ein bisschen anders so funktioniert, als wir bis jetzt dachten. Oder wir haben immer gedacht, okay, ich will eine Traumfigur haben, dann fühle ich mich gut zum Beispiel und dann bin ich happy und dann mache ich eine Diät. Und dann machen alle Diäten und dann kommt Jojo-Effekt und dann kommt das und dann kommt jenes und es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht, wenn wir auf dieser Ebene versuchen, unseren Körper zu manipulieren oder andere zu manipulieren, unser Leben zu manipulieren, versuchen zu kontrollieren, versuchen irgendwelche Dinge zu erreichen auf diese Art und Weise. Ich sage es nochmal ganz klar, stell dir vor, du bist nicht zufrieden mit deinem Körper. Okay, alles klar. Dann sagst du, gut, was kann ich machen? Ja, Ernährungsberatung. Ja, Umstellen der Ernährung. Das sind alles ganz, ganz gute Sachen. Nur während du dich gleichzeitig noch immer fühlst wie eine, die nicht gut genug ist oder wie eine, die Fehler macht oder wie eine, die das besser machen müsste oder hier noch nicht erreicht hat, was sie sollte. Wenn du dich die ganze Zeit bemaßregelst und bemangelst und dabei eine Diät machst, dann bist du halt jemand, der sich nicht gut genug findet, der sich nicht gut genug fühlt und eine Diät macht. Das ist der einzige Unterschied. Und dann hast du dich vielleicht mal durchgekaut und hast tatsächlich die Diät umgesetzt, hast endlich mal ein paar Kilo abgenommen und fühlst dich ein bisschen besser. Aber dein Inneres fühlt sich immer noch im Mangel. Dein Inneres hat immer noch nicht kapiert, wie toll und großartig du bist. Dein Verstand hat immer noch nicht kapiert, dass es überhaupt keine Grenzen für dich gibt, weil dein Geburtsrecht ist, großartig zu sein, dich wohlzufühlen, Wohlstand zu haben und das zu tun, was dir am Herzen liegt, wofür du dich berufen fühlst, was dich begeistert. Und das nützt alles nichts, wenn du, hallo Sandra, wenn du da nicht anfängst zu arbeiten, sondern wenn du versuchst, mit irgendwelchen Maßnahmen im Außen hinzugehen. Und das sage ich jetzt zum Beispiel auch nochmal ganz krass. Wenn du nur alleine meinst, ja okay, ich zwinge mich jetzt dazu, ein Business aufzubauen und ich muss jetzt Geld verdienen, damit ich endlich glücklich bin und damit ich endlich im Wohlstand habe, dann ist es nochmal das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt, weil das, wenn du diese innere Arbeit machst, und das sagen so viele, ja, mach die innere Arbeit. Aber was die innere Arbeit wirklich ist, das ist eben, dass du verstehst, wie das Leben funktioniert, dass du für dich ein Konzept akzeptierst, dass das Leben eben anders funktioniert, als wir bis anhin immer gedacht haben und wofür wir uns bis anhin immer eingesetzt haben, um zu machen und zu tun und Ergebnisse zu erlangen im Außen, indem wir Dinge versuchen zu manipulieren, zu beeinflussen und dorthin zu kriegen, wo wir glauben, dass sie sein müssten. Verstehst du? Du glaubst, es muss so sein. Du hast eine klare Vorstellung, wenn ich jetzt mein Business habe, dann muss ich das und das machen und so muss es sein. Und das ist einfach falsch, dieser Weg. Weil du musst erst entscheiden, was du haben willst und dann darfst du vertrauen, dass du weißt, was zu tun ist.
Aber du musst dich bereit machen, du musst ready sein, du musst die Person sein, die dieses Business hat. Du musst die Person sein, die dieses Leben hat. Du musst die Person sein, die gesund ist. Aber diese Person, die gesund ist, bist du nicht und wirst du nicht sein, wenn du dich als jemand identifizierst, der die und die Einschränkungen hat oder, keine Ahnung, der Magen-Darm-Probleme hat. Dann bist du jemand, der Magen-Darm-Probleme hat und der ein Business aufbaut. Aber willst du wirklich jemand sein, der Magen-Darm-Probleme hat und ein Business aufbaut? Verstehst du, das ist wirklich eine Entscheidung. Ja, ich muss ja immer dorthin und hin rennen und weißt du ja, mein Rücken ist schwach. Ja, super. Willst du jemand sein, der einen schwachen Rücken hat und ein Business aufbaut, oder willst du jemand sein, der super gesund und aktiv ist und Bock hat, ein Business aufzubauen? Verstehst du, was ich meine? Das sind sowas von wichtige Grundlagen, die es zu verinnerlichen geht. Und das Ganze ist so wahnsinnig schwer für uns, weil wir das ja anders beigebracht kriegen, oder? Ja, du musst das tun, ja, du musst das tun, oder? Du gehst zu deiner Freundin und du sagst, oh, schau mal meine Haut und so, und ich habe immer so trockene Haut. Was kriegst du für einen Ratschlag? Der Ratschlag ist, ja, nimm, probier mal die Creme und das und hier und da und so weiter und so fort. So ist die Herangehensweise, oder? Du hast ein Problem und schon kriegst du von allen Seiten irgendwie eine Lösung präsentiert, die du ausprobieren solltest. Und zwar auf der Ebene Materie zu Materie. Stell dir mal vor, du sagst deiner Freundin, ja, ich habe eben dieses Problem mit meiner Haut, gerade habe ich irgendwie super Pickel, Ausschlag, was auch immer. Das ist jetzt mal einfach nur so. Stell dir vor, deine Freundin sagt zu dir statt, oh, geh mal dahin, mach mal dahin, sie sagt zu dir, ah, was hast du denn jetzt gerade im Moment, wo du dich im Außen nicht zeigen willst? Stell dir vor, deine Freundin fragt dich so eine Frage. Und du so, oh mein Gott. Aber das ist die Wahrheit, das ist die Herangehensweise an Dinge, dass du dich immer wieder fragst und überprüfst, wo sitze ich, wo stehe ich, mit welchem Gefühl bin ich unterwegs, mit welcher Ausstrahlung bin ich unterwegs, welche Ängste, mit welchen Ängsten bin ich unterwegs, welche Blockaden habe ich, mit welchen Lasten der Vergangenheit und Überzeugungen der Vergangenheit bin ich unterwegs, mit welcher Vorstellung über mich selber bin ich unterwegs. Und das ist einfach die für mich einzige und wichtigste Herangehensweise. Oder, keine Ahnung, du hast Probleme in der Beziehung. Dein Mann aus dem Nichts heraus lässt er seine Launen aus dir, an dir aus, oder? Und dann gehst du zu deiner Freundin und sagst, oh, mein Mann ist so ein Arschloch, er hat mich schon wieder grundlos angebefft. Und deine Freundin sagt zu dir, wie fühlst denn du dich gerade? Hä? Du würdest diese Freundin zum Teufel schicken, aber das wäre eigentlich die wirklich richtig gute Freundin, die dich da abholt und nicht sagt, oh, der, mein Mann ist auch so ein Arschloch und der, das macht er auch immer und ja, setzen wir uns zusammen und wettern hier mal über unsere Männer. Weißt du, ich meine, je mehr Leute das begreifen, dass wir das anders machen müssen, dass wir anders herangehen müssen, dass wir unsere Wünsche äußern dürfen und klar sagen dürfen, wo wir hinwollen und sagen dürfen, wer wir sein wollen und uns dann dementsprechend fühlen müssen dürfen und uns dabei gegenseitig unterstützen und zu wissen, dass das der richtige Weg ist zu leben. Nicht das, was die meisten machen und wenn du ein Problem hast, dir gleich mit 100.000 Lösungsvorschlägen kommen, sondern einfach auch zu anerkennen, oh ja, okay, du hast dir ein Problem kreiert. Das sage ich zu mir selber. Irgendwas nicht funktioniert, dann sagst du mir, oh, da hast du dir ja mal ein Problem kreiert. Guck mal da, was läuft da drin? Was läuft in deiner Welt? Und so weiter. Aber dieses Konzept der Herangehensweise, das musst du dir erstmal verinnerlichen. Da musst du deinen Verstand dazu bringen, dass er versteht, dass du die Dinge, die du haben möchtest, erstens mal 100% erreichen kannst und wie du herangehst. Und zwar nicht im klassischen Sinn. Im klassischen Sinn drehst du dich im Hamsterrad. Im klassischen Sinn powerst du dich aus. Du wirst müde und du kommst nicht dorthin, wo du willst, sondern nur so weit, wie deine Energie, wie dein Sein
das erlaubt dein Sein, dein Seinszustand, deine Vorstellung von dir selber, deine Vorstellung von der Welt, das sind deine Grenzen. Und die kannst du auflösen. Und zwar Schritt für Schritt, wenn du anfängst, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Wenn du anfängst, die Beschränkungen mit anderen Augen zu sehen. Wenn du anfängst, deine Vergangenheit mit anderen Augen zu sehen und zu begreifen, dass du auf gar keinen Fall diese in die Zukunft tragen musst. Und dass du nicht in dem Raum der dir bekannten Potenziale schöpfen musst, sondern dass du in dem Raum der dir unbekannten Potenziale schöpfen darfst. Und auch wenn das um dich herum niemand so tut, dann auch dann darfst du es. Und auch wenn du spürst, dass da irgendwelche Widerstände sind, dann sei happy und sag cool, da ist wieder was, was mir zu Gesicht kommt, was ich auflösen kann, damit ich wieder einen Schritt weitergehen kann in mein Traumleben mit meinem ganzen kompletten Potenzial, das jeder aus Geburtsrecht einfach hat, weil wir sind alle hier dazu, um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein und nicht um Probleme zu wälzen und die zu lösen, weil so scheint es doch hier das Leben zu funktionieren. Ein Problem lagt das andere und wir müssen es lösen. Sind wir wirklich dazu da? Also ich finde nicht. Ich habe mich davon verabschiedet, weil es hat mich krank gemacht. Es hat mich zu Boden gebracht. Es hat mich weiter so fertig gemacht. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe gesagt, entweder ist das Leben jetzt schön und leicht oder ich habe keinen Bock mehr drauf. Definitiv keinen Bock mehr drauf. Und dann habe ich außen gesehen, hey, es gibt Menschen, die schaffen das. Und dann habe ich geguckt, wie schaffen die das? Was ist der Schlüssel? Was muss man anders machen? Und zwar, man muss nicht anders sein, man muss nicht anders geboren werden, man muss keine anderen Voraussetzungen haben, man muss auch keine andere Ausbildung haben, sondern man muss ein anderes Lebenskonzept haben. Man muss andere Dinge glauben und man muss wissen, wie man schöpft, wie man kreiert und wo das herkommt, wie die Energie funktioniert und dass Energie keinen Trotz kennt, dass Energie nicht beleidigt sein kann, dass Energie auch nicht irgendwie vermindert werden kann. Oder wenn ich ein energetisches Wesen bin, dann kann mich niemand beleidigen, dann kann mich niemand klein machen, dann kann mich auch niemand von meinem Weg abbringen. Und wenn ich all das mal verinnerlicht habe, dann stellt sich dieser Autopilot um und dann lache ich nur noch, wenn mir irgendein Glaubensgrundsatz begegnet, der mir sagt, du kannst das nicht oder wieso solltest du das tun oder das klappt doch eh nicht und wer will dir zuhören und bla bla bla, was da alles noch so kommt. Und dahin müssen wir kommen, in diese unglaubliche Freiheit, uns wohl zu fühlen und im Wohlstand zu leben, weil das gehört einfach zusammen. Und unsere heutige Welt ist einfach so konzipiert, dass wir uns Wohlstand schaffen können dürfen und uns dann darin wohlfühlen und ausbreiten dürfen. Es gibt keine Limits. Aber der Weg geht eben von hier, von dir nach außen und nicht vom Außen nach innen, also nicht von der Bedingung auch, oder? Wenn du sagst, oh, ich muss jetzt unbedingt viel Geld haben, mein Business muss jetzt unbedingt laufen, dann wird alles besser. Und dann rackerst du dich wieder ab. Klar soll dein Business laufen, aber dein Business wird automatisch laufen, wenn du läufst. Und zwar Richtung Happiness, Richtung Leichtigkeit, Richtung Freiheit und Richtung Freude und dich selber zu sein, Authentizität, dann läuft dein Business, dann läuft deine Gesundheit, dann läuft dein Körper, dann läuft dein Aussehen, dann laufen deine Beziehungen, es läuft alles. Und das ist meine Mission. Ich kann es echt nicht mehr sehen, wie Leute so leiden, wie ich damals gelitten habe. Ich kann es nicht mehr sehen, wenn Leute die Hoffnung nicht haben, dass für sie selber das gute Leben da draußen wartet auch. Und das ist das, wo ich jetzt einfach meine volle Energie reinsetze, weil mich das happy macht, wenn
andere happy sind. Das finde ich wunderschön. Früher habe ich es versucht, irgendwie den Clown zu spielen oder was weiß ich nicht was, Zeug auf mich zu laden oder deren Probleme versuchen zu lösen, halt so auf die klassische Methode, die nicht funktioniert. Habe alles auf mich geladen und habe gedacht, oh mein Gott, wie kann ich nur schaffen, dass alle ein bisschen glücklicher sind um mich drumherum. Aber eben, kapiert habe ich, dass es so nicht geht. Und ich habe verstanden, dass man sich umprogrammieren kann und dass es ein Zeitchen braucht und dass es ein eigenes Verständnis braucht für sich selber und dass es in der Gruppe einfach besser geht. Und deswegen habe ich jetzt bis August, September, Oktober meine erste 3-Monats-Einheit, für die ihr euch anmelden könnt, mit einem persönlichen Retreat in Mykonos. Das habe ich ja selber ausprobiert. Da ist eine Hammer-Energie. Um was es geht? Es geht um intensives Coaching. Es geht um intensive Begleitung. Es geht um 2 Gruppencoachings in der Woche. Es geht um ein Einzelcoaching am Anfang und jeden Monat für dich persönlich. Intensivste Begleitung, damit du den Weg nicht verlierst, damit du verstehst, um was es geht, dass du dich wohl und richtig und sicher fühlst, aufgehoben fühlst, das Leben anders anzupacken, das Leben anders zu führen, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Schluss, aus, Ende, Amen, ich mach's jetzt und ich will keine Zeit mehr verschwenden. Und ich habe genug Erfahrung, dass ich dir versprechen kann, dass wenn du nur 3 Monate buchst, dass du schon super weit kommst, entsprechend da, wo du anfängst. Genau dann kannst du weitermachen, weitere 3 Monate, wenn du noch mehr Zeit und Begleitung willst und auch, weil es Bock macht und weil es lustig ist. Und genau, was schreibt sie da? Aber ich habe so viele Träume, aber ich denke, es ist egal, was ich als erstes angehe, wenn ich klar bin, dann kommt eins nach dem anderen. Genauso ist es. Und diese Klarheit in dir zu kriegen, wer du bist und was du kannst und was du erreichen kannst und dir die Erlaubnis zu geben, das auch zu wollen, das ist ja das Schlimme, oder? Wir geben uns seltenst die Erlaubnis. Die meisten Leute, wenn ich sage, hey, kannst du dir vorstellen, wie wäre das, wenn du Millionärin wärst oder wenn du Millionär wärst? So, oh, so viel Geld brauche ich gar nicht. Why not? Hä? Wieso nicht? Oder das sind so Sachen, wieso nicht es schön haben? Wieso es nicht schön haben, innen und außen und mit anderen und für anderen? Wieso nicht all das ausnützen, was unsere Welt für uns Schönes bietet und die Möglichkeiten kennenzulernen? Warum sich davon abtrennen und zu sagen, nein, für mich ist das nicht, das ist nur was für andere, die bla 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 bla. Alles ist was für dich. Jeden Moment kannst du entscheiden, was für dich ist. Und jetzt fängt sie an zu regnen. Ich glaube, ich muss dann gleich mal Schluss machen. Aber wenn du darauf Bock hast, oh, das sieht echt nicht gut aus. Soll ich lieber nass werden oder soll ich scheiße aussehen? Also ich werde lieber nass. Wie gesagt, wenn du Bock hast auf einen persönlichen 3-Tages-Retreat, der verlängerbar ist, natürlich für deinen persönlichen Aufenthalt in Mykonos Ende September. Wenn du Bock hast auf ein super intensives Coaching mit mir und anderen in der Gruppe und für dich persönlich, diesen Weg zu gehen und zu sagen, ja, jetzt lasse ich alles hinter mir und ich schließe ab mit meiner Vergangenheit und gehe nur noch kompromisslos und klar in die Zukunft, die ich mir wünsche, dann melde dich einfach bei mir. Und ich bin jetzt dran, das noch auf meine Homepage zu schreiben, aber das ist meine Mission und ich will da mit euch reisen und das ist das, was Spaß macht und weiterzukommen, anstatt da rumzutrillern und uns im Kreis zu drehen und uns irgendwie versuchen, einen Ausweg zu finden über Diäten, Ärzte oder irgendwelche krassen Business-Strategien, die uns auch wieder peitschen und prügeln. Es darf leicht sein und es ist auch leicht, wenn wir dort reinkommen in diese Energie. Also Ladies, ich gehe jetzt ins Trockene und auch natürlich die Herren. Ich weiß auch nicht. Männer sind natürlich auch eingeladen. Aber irgendwie haben die noch ein bisschen, sind noch ein bisschen verankert in der alten Materienwelt.
und noch nicht so bereit, einfach energetisch zu arbeiten, würde ich mal sagen. Aber wir reißen die mit, wir sind der Stern, wir sind der Leitstern der Leichtigkeit und der Freude und der Zufriedenheit. Und come on, steigt ins Boot und lasst es uns anpacken. Es darf leicht sein, es darf lustig sein und es darf Freude machen. Und es darf viel Geld bringen und viel Gesundheit und viel Liebe und alles, was wir uns wünschen. Danke, liebe Sandra, dir auch einen schönen Sonntag. Bye, bye. Das.